Missionswort Jesus responde al mundo de hoy bringt dir die Hoffnungsbotschaft mit Redner Walter Neufeld. Liebe Brüder, liebe Schwester, schöne Freunde, mit Jesus leben ist ein wunderbares Leben. Ob er das haft, auch so seine Dinge, die vorher nicht leicht waren, sind. Einmal, als Jesus mit seinen Jüngern tot war, kommen sie bei einem Baum und Jesus will Frucht von dem Baum essen. Und da wird keine Frucht dran, weil es hat wenig die Zeit. Die Bäume haben ja ihre Zeit im Jahr, wenn sie die Frucht bringen. Aber Jesus sagte dem Baum, niemals mehr soll wer von dir eine Frucht essen. Der Baum, der verdreht. Warum sieht Jesus dort? Wird das nicht angerascht? Das wäre nicht die Zeit. Und die Leier, die wir dort nehmen, ist, dass Gott von uns erwartet hat, dass wir immer reit sind, um dort zu tun, was er uns sagt. Jesus sieht auf einer anderen Stelle, wir sollen walken und wir sollen beten. Wir sollen reit sein. Jetzt viele Christen, die sagen, ich war Sonntagschurche. Oder ich habe medweg meine Bibelstunde. Und nun habe ich nicht Zeit dafür. Nun muss ich arbeiten. Nun muss ich das tun. Nun muss ich das tun. Sie leben gotthaft eine gewisse Zeit. Dann wird Gott das Recht haben, eine Frucht zu fragen. Aber der andere Tag, dann sind unsere Früchte was ganz anderes. Dann schellen wir eine Familie. Dann habe ich Trouble mit dem Noba in vierte Focken, dass wir dort keine Frucht bringen. Gott hat die Erwartung von uns, dass wir immer reit sind, eine Frucht zu bringen. Für am. Eine Frucht vom Geist. Leib, Hoffnung, Geduld. Gott will in unserem Leben von dort eine Frucht finden. Was er wird an deinem, in meinem Leben finden? Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns die gute Gift hast, immer Frucht zu bringen, der stehenden Golden Heiligen Geist. Aber vorhin haben wir die Gelegenheit verpasst, weil wir an was anderes gedacht haben. Halb uns reit zu sein, jeden Tag eine Frucht zu bringen. Ich bitte in deinem Namen. Amen. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft.